In diesem Video zeige ich euch endlich die fertiggestellte Fantasy-Stadtspielplatte, präsentiere jede Menge Making-of-Material und gebe euch ein Update zum Projektstand meines Spielplattenbuchs. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Erst einmal sorry, dass das TWS-Video am vergangenen Freitag ersatzlos ausfiel. Anfangs hatte ich noch gedacht, ich schaffe es, die Spielplatte und damit auch dieses Video immerhin noch am Wochenende nach dem Freitag fertigzustellen. Aber dann haben sich Bemalung und der Deko-Kleinkram immer weiter hingezogen, sodass das Epoxidharz für den Wassereffekt letztlich erst am Dienstag ausgehärtet war. Und da sich TWS-Content ja leider nicht von selbst produziert, gibt's dieses Video, das eigentlich für die vergangene Woche geplant war, leider erst jetzt. Die Videos 1 und 2 zu dieser Fantasy-Stadt liegen ja schon rund anderthalb Jahre zurück, denn diese Spielplatte war ja die erste, mit der ich in mein aktuelles Buchprojekt gestartet war. Aufgrund der umfangreichen Ziegel- und Fliesenarbeiten hatte ich nach dem grundlegenden Aufbau immer wieder Pausen eingelegt. Denn grob geschätzt habe ich auf der Spielplatte rund 6.000 bis 7.000 Ziegel und Fliesen verklebt. Und das hat natürlich einige Bastelstunden in Anspruch genommen. Obendrein hatte ich durch die vielen weiteren Tutorials im Buch auch jede Menge anderes zu tun, sodass die Fantasy-Stadt nicht nur mein erstes, sondern auch gleichzeitig mein finales Projekt fürs Buch wurde. Übrigens, ich zeige im Buch natürlich auch, wie ihr Boden- und Mauerflächen deutlich schneller und einfacher gestalten könnt. Also keine Angst, niemand wird zu einem solchen 3D-Puzzle gezwungen. Aber ich wollte so ein kleinteiliges Projekt schon immer mal durchziehen, auch um euch entsprechende Tipps für so eine Mammutaufgabe geben zu können. Und wie sich viele von euch gewünscht hatten, habe ich die durch einen Kanal geteilte Stadt abschließend in zwei Varianten bemalt. Einmal heller und etwas freundlicher und am anderen Ufer deutlich düsterer und bedrohlicher. Passend dazu mussten natürlich Gebäude her, deren Bauanleitung selbstverständlich ebenfalls im Buch zu finden ist. Jedes Häuschen ist von innen bespielbar, sprich alle Etagen und Dächer sind abnehmbar. Und wenn man die Maße und Anzahl der Stockwerke entsprechend variiert, bekommt ihr im Handumdrehen eine große Anzahl an verschiedenen Gebäuden gebastelt. Deren Bemalung habe ich natürlich an die beiden Stadtviertel angelehnt. Den Abschluss der Spielplatte bildete die Gestaltung des Kanals. Zuerst mit Sand und Steinchen, dann mit passenden Farben und schließlich mit Epoxidharz, das ich leicht grünlich eingefärbt hatte. Mitten im Kanal habe ich dann ein Boot als Übergang platziert, damit Figuren auch übers Wasser von einem zum anderen Stadtviertel gelangen können. Fürs Buch wäre die Spielplatte damit unfertig, wobei man sich natürlich noch endlos mit weiteren Details austoben könnte. Herumstehende Kisten, an den Mauern aufgeklebte Plakate, verschiedenste Marktstände und. Ein paar Dinge davon werde ich demnächst zusammen mit euch hier auf dem TWS-Kanal basteln, zum Beispiel verschiedene Brücken. Aber erstmal müssen die letzten Buchseiten geschrieben, gelayoutet und Korrektur gelesen werden. Zum Glück sind das nur noch wenige Seiten mit atmosphärischen Fotos zu den Spielplatten, dem Stichwortverzeichnis und dem Impressum. Und bis auf wenige andere Seiten, die sich mittlerweile schon im Übersetzungsprozess und Korrekturdurchgang befinden, ist das Spielplattenbuch bereits fix und fertig. Mit ausreichend Puffer für die allerletzten Seiten und abermaligem Lesen ist die Datenübertragung an die Druckerei nun für den 27. Oktober geplant. Dann endlich gehen die über 650 Seiten der beiden Bücher Spielplatten und Werkzeuge und Materialien jeweils auf Deutsch und Englisch in Druck. Sofern dabei und in der Druckerei alles glatt läuft, erfolgt die Anlieferung der Bücher an meinen Vertriebspartner Miniaturikum knapp 4 Wochen später, also Ende November. Das Einpacken und Verschicken der Bücher startet dann direkt im Anschluss und wird sich über etwa 10 Tage erstrecken. Die ersten Bücher sollten also in den Nikolausstiefeln landen, die restlichen Pakete dürften dann bis Weihnachten bei euch eintrudeln. Ja, damit wird dann alles noch ein paar Wochen länger gedauert haben, als wie zuletzt von mir kalkuliert. Aber genau wie beim Basteln der Fantasy-Stadtspielplatte benötigen all diese vielen letzten Details auch ihre entsprechende Aufmerksamkeit. Zumal ich neben dem Schreiben, Fotografieren und Korrekturlesen mich seit Wochen zusätzlich auch im Vertriebswege im Ausland, Lagerkapazitäten, Druckauflagen, Marketing, Produktion der MDF- und Papier-Stretchgoals, Verpackungsoption und vieles mehr kümmern muss, was ebenfalls sehr wichtig und durchaus zeitintensiv ist.
Daher habt bitte noch ein klein wenig Geduld, bis eure Bücher bei euch eintreffen. Schärft bis dahin gerne schon mal eure Bastelmesser und wärmt den Heißdrahtschneider vor. Denn ihr erhaltet dann jede Menge kurze und auch viele komplexe Schritt-für-Schritt-Tutorials zum Basteln und Bemalen von Tabletop-Gelände. Und egal, ob ihr nur ein paar Geländestücke für eine auszurollende Spielmatte basteln wollt oder eine zusammenhängende oder auch modulare Spielplatte im Sinn habt, ihr bekommt jede Menge Anregungen, Tipps und Anleitungen plus passende Material- und Werkzeuginfos im gesonderten Werkzeuge- und Materialienbuch. So viel erstmal dazu und wir sehen uns am nächsten Freitag zu einem neuen TWS-Video wieder. Und ich hoffe, ich schaffe es dann auch wieder pünktlicher. Bis dann!